Es war David gegen Goliath. Alle gönnen mir, dass ich gewonnen hab. Deutscher Dancehall, ganz ehrlich, so hat mit erst mit Raff und Bones wirklich angefangen. Dabei seit über 3 Dekaden. Pumpe Future in meinem Wagen. Am einfachsten wird es mir fallen, ein Album nur mit Love-Songs zu machen wahrscheinlich. Was das werden soll, kein Plan. Keiner hat's geahnt. Die Geschichte ist alles, was wir haben, so um aus unseren Fehlern zu lernen. So, wenn wir es vergessen, kannst du dir gewiss sein, dass es sich halt wiederholt. So, und die ersten Anzeichen für das Vergessen und für die Wiederholung, so irgendwie, die sind halt schon da. Was mich zu Tretti macht, ich tu das, was mich happy macht. Kannst du dann verstehen, wenn Leute dann unter deinen Posts kommentieren, wegen dem Feature bist du jetzt für mich als Künstler gestorben? Ja, verstehe ich. Hab auf Siege trotzdem River. Mama, wir sind halt losgefahren, mein Tourmanager und die ganze Crew und ich irgendwie, um ja, damit ich noch rechtzeitig dort zur Geburt dabei bin. Wo gehen wir überhaupt lang? Er guidet uns. Ja, dann gehen wir einfach mal spazieren. Ich freue mich vorhin, dass wir nicht Zeit haben zu klönen. Zu was? Zu schnacken. Zu schnacken. Zu klönen. Kennst du klönen nicht? Nee, schnacken ja, aber klönen ist mir neu. Klönen ist hamburgisch. Ah, okay. Klönen ist ein bisschen schnacken über das, was so los ist. Ich kenne Ahn, ne? Hamburg, ja. Das ist ja auch Digga, hamburgisch. Ahn mal so. Klingt Digga. Verrückt. Wie würde man in Chemnitz darüber... Ja, gibt es keine Entsprechung. Gibt keinen für einen lockeren Plausch? Keinen? Nee, also für Plausch, schnacken schon auf jeden Fall, chatten. ja, fällt mir gerade nichts ein. Bist du eigentlich gerade angespannt oder locker? Ich glaube, ich bin locker. So, also fühle ich mich jedenfalls. Habe ich einen sehr angespannten Eindruck? Nee, aber also ich denke mir so, guck mal, Album vor der Brust. Nee, irgendwie ist ja alles so Step by Step größer geworden, so, wenn ich es mal so nennen darf. Mhm. Bis zu einem bestimmten Punkt würde ich dir recht geben. Und insofern fühlt sich das immer noch, also auch nach all den Jahren und... Es fühlt sich immer noch natürlich an, so keine Ahnung. Ich werde jedes Jahr zu ganz verschiedenen Jahresrückblicken befragt und dann soll ich immer ganz schlau erzählen, wie das Jahr gewesen ist. Ja. Mache ich da immer ordentlich, freue mich auch drüber. Und dann wurde ich 2017 gefragt, was mein Album des Jahres war. Ja. Da habe ich gesagt, DIY von Trettmann. Boy. Dann haben sie, das ist ja keine Raketenwissenschaft, das hat ja jeder gesagt, das gehörte zum guten Ton, das zu sagen. Dann wurde ich 2018 bei Jahresrückblicken gefragt, was denn 2018 mein Lieblingsalbum war. Habe ich geantwortet, DIY von Trettmann. Wow. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Oh. Und dann sind wir wieder bei der, ich komme zu meiner Ursprungsfrage mit, du kannst mir nicht erzählen, dass das alles langsam gewachsen ist, weil ich würde schon sagen, dass jeder und seine Mutter und sein Vater dir seit 2 Jahren erzählt, was für ein geiler Fucker du bist. weiß ich gar nicht, ich nehme das nicht so wahr, ganz ehrlich so. Ne? Klar, erzählst du mir das jetzt irgendwie, aber ist ja auch, ne? 2017 ist langsam gereift und nochmal. Ja. Nee, keine Ahnung so, ich weiß nicht. Es fühlt sich alles so an, wie es sein muss für mich. So, keine Ahnung, ich bin ready. Wenn ihr mehr hören wollt, so ich liefere, so ist alles gut. Ich mache das, was ich immer gemacht habe. Und woher kriegst du diese Entspannung? Ist das Erfahrung? Ey, Alter, keine Ahnung. Oder ist das Umfeld? Das auch, natürlich. Du kannst dich verlassen irgendwie auf die Leute, die dich umgeben. Ne, mit Kitschkrieg hat man halt schon einiges gestemmt. Unter anderem eben halt die EPs, die Megalo-EP oder die Palmen aus Plastik-EP. Dann kam DIY und... Ja, keine Ahnung, so, weißt du, das Handwerk flutscht, wir werden besser, wir feilen an unseren Skills. das ist jetzt schon so, als ob du das selber wieder kleiner machen willst, als das, was da passiert ist. Ich erinnere mich immer noch so an dieses Gespräch, das wir damals zu DIY geführt haben, wo du ja selber gesagt hast, dass Großteil des Albums noch gar nicht so früh fertig war, sondern alles kurz vor Schluss im Prinzip erst sich zusammengefügt hat. Ja, aber auch das impliziert doch eben, dass man frei ist und sich nicht diesen Kopf macht und es muss das Konzeptalbum sein und das neue Album muss jetzt DIY toppen oder genauso klingen oder was auch immer so. Ne? Es ist quasi das, was man schon immer tut. Man macht Musik und man hat quasi die Leute, auf die man sich verlassen kann, über die Jahre hinweg und alle geben halt 200%.
weiß nicht so. Ich finde das interessant, dass du das offensichtlich geschafft hast, weil das hast du ja, diese Sätze zu, dass man jetzt, wenn wir zu einer Albumproduktion gehen, Mucke machen, einfach was Cooles machen, locker bleiben, keinen Druck verspüren und so, das habe ich schon gelesen. Ja. Und das ist, finde ich, echt, ehrlich gesagt, fast schwer zu glauben, weil... Hey, Alter, warum sollte ich lügen? Ich will dir keine Lüge unterstellen. Ich meine nur, dass es schwer zu glauben ist bei dem, was du da an Masterpiece hingelegt hast, woran sich ja viele messen. Und wo, wenn man irgendwie, du als Künstler, sagen wir so, wenn ich in deiner Rolle wäre, würde ich mir den Druck, glaube ich, machen. Keine Ahnung. Dafür mache ich das irgendwie schon zu lange und dafür sitzt die Formel halt auch schon zu tief irgendwie, als dass man jetzt anfängt, das anzuzweifeln. So, wenn ich irgendwie eine Schreibblockade hätte oder mir die Themen ausgehen, meine Stimme sich verändert oder ich irgendwie, keine Ahnung, so, ne, irgendwie Motivationsprobleme habe oder irgend so ein Kram, dann ja, aber so momentan, es flutscht doch alles so, warum soll ich mich da irgendwie fertig machen, so, und wenn du dich diesem Druck preisgibst und quasi anfängst, deinen Kram so zu customizen für die und die und die, dann verlierst du dich ja auch. So, dann, weißt du, wie ich meine? So, es geht ja letztendlich darum, irgendwie seine eigene Vision auf die Bühne und auf die Platte oder auf der Platte, auf die Platte zu meißeln irgendwie. Und das gehört aber schon auch eine Menge dazu, sich eben diesem Druck zu entziehen, was du offensichtlich irgendwie schaffst. So, denn der Druck, also, oder sag mal, ich weiß natürlich, dass alle schauen so, ne? Und klar, ne, das Album soll kein schlechtes Album sein, so, ne, irgendwie, aber... Kesma hat irgendein, ich weiß nicht, das letzte war das ja, glaube ich, das Album... verschoben dann nochmal. Einfach mal ein komplettes Jahr verschoben, weil er offensichtlich aus irgendeinem Grund... Nicht zufrieden war damit. Die Drucksituation, der Anspruch an sich und das, was am Ende dabei steht. Ja. So, und ich weiß nicht, und dann gibt es Künstler, denen das ja wirklich vollkommen egal ist und die trotzdem auch was Gutes machen, aber mit einer viel größeren Gelassenheit an die Sachen rangeht. Und ich frage mich immer, wie man sich davon befreien kann, wenn man offensichtlich Hymnen geschafft hat, die ja jeder mitsingen kann. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Warum sollte das einmalig bleiben? So, dafür sind es schon zu viele Hymnen. Ja, stimmt. Schön, schön. Mic drop. Was war der schönste Moment in den letzten 2 Jahren? Schönste Moment? Ich glaube, das war nach der Splash-Show oder während der Splash-Show letztes Jahr, als alles irgendwie so aufging, wenn ich sage, so Visionen auf die Bühne bringen, dort ist uns das gelungen, das erste Mal so mit einer eigenen Lichtshow und eigenen Visuals und all den Songs irgendwie, das war ja einer der schönsten Momente. Meine Tochter, ja. Ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn es jetzt um Musik geht, genau. Dann war es das Splash-Ding. So. Und ist das auch gleich wieder mit dem Moment, wo du realisiert hast, was du da eigentlich geschafft hast? Weil das ist ja auch so etwas, was ich mir, und das geht ja wahrscheinlich jedem von uns so, weil wir in einem Tempo sind, wir machen Dinge, wir wollen die Sachen gut machen, und das Tempo ist unheimlich schnell, man springt vielleicht auch von Highlight zu Highlight, dass man vielleicht auch manchmal sogar fast wieder aus den Augen verliert, wie cool das eigentlich ist, was man gehabt hat. Ich konnte das irgendwie da voll so wahrnehmen, weil irgendwann angefangen, uns das so als Ziel auch zu setzen. So, pass auf, nächstes Jahr das Splash-Ding, das müssen wir irgendwie locken. So, ne? Ja. Und dann in dem Jahr, okay, wir arbeiten jetzt auf das Splash. Alle Gigs, die wir spielen, alle Stage-Shows sind irgendwie indirekt eine Vorbereitung auf dieses Event. Und keine Ahnung, als es dann passiert ist, so, es war halt krass, so Leute und all das schon während der Stage Show, aber ich habe es eigentlich erst begriffen, als ich so Backstage gegangen bin und dann so die ersten Aufnahmen von dem Livestream gesehen habe auf Arte. Ja. Da ist mir so bewusst geworden, okay, krass, Alter, das haut alles, weil ich stehe ja auch nicht auf der Bühne und schaue mir die ganze Zeit die Visuals an irgendwie, sondern ich stehe halt vorne und schaue in die Crowd. Und als ich dann so die ersten Snippets gesehen habe von diesem Livestream da und der Arte, von diesem Arte-Film, da ist mir bewusst geworden, so, dass es geklappt hat und dass es gut ist. So. Das ganze Album, dieses ganze Projekt an sich wahrscheinlich, ne? Oder auch der Auftritt? DIY war schon klar, es ging um diese Stage-Show und diese
Manifestierung von allem, so was da vorher war, in dem Moment so letztendlich. Und wann war das Album für dich so, also wann ist es dir bewusst geworden, was du da geschaffen hast? Das hat ein paar Monate gedauert, muss ich ehrlich sagen, ja. So, weil es ist auch dem Produktionsprozess so mit Kitschkrieg quasi geschuldet. Zuerst kommen halt die Beats von Fidschi Chris und ja, dann gehe ich mit Fissel ins Studio, er nimmt mich auf und arrangiert. Ja. Und dann wird das Ganze quasi nochmal in diese Bildsprache von Ahudat gefasst und dann erst quasi sind die Videos da und das Cover-Artwork und all das. Und erst dann ist das Produkt, wenn man es so nennen kann, fertig. So. Und ich gebe meine Songs dann quasi auch ab und höre da erstmal eine ganze Weile nichts von. Und weiß nicht, ich habe das Album jetzt vor einem Monat ungefähr das erste Mal dann gehört, sozusagen. Mhm, und mit einer, ja, mit ein paar Songs halt 3-4 Monate nicht oder so. Und dann geht das halt los, dass ich anfange, in verschiedenen Situationen das zu hören, auf verschiedenen Anlagen. Und mal bin ich halt high und höre so, weißt du, wie ich meine? Und dann fängt man halt an, irgendwas Ding zu begreifen, zu lieben, im besten Fall. Wie holst du dir so Feedback und Austausch auf das, was du machst und tust? Weil wenn man wie bei euch in so einer kleinen Gruppe unterwegs ist, wo es auch läuft und wo man auch unheimlich viel positives Feedback von außen bekommt, ist ja quasi dieser Gegenpol, dieses sich mal selber sagen und zeigen, nee, das ist nicht gut oder wir gehen in die falsche Richtung. So, das ist ja unheimlich wichtig, aber ich glaube, es ist auch unheimlich schwierig, das aufzubauen. Wie hast du das gemacht? So über die Jahre habe ich festgestellt, dass es gut ist, nicht zu viele Leute zu fragen, weil du fragst irgendwie 10 Leute und am Ende des Tages hat jeder eine andere Meinung und es ist halt noch mehr Konfusion irgendwie am Start als vorher, ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Insofern reicht mir immer so als Barometer also mein eigenes Empfinden und dann halt so die Fam, ne? Kitschkrieg, so, das genügt. Ja. Aber man braucht ja auch diesen Impuls von außen, oder? Von außen, du meinst außerhalb? Außerhalb der Fam, außerhalb des Konglomerates, dass sich ja einig darüber ist, dass das, was man richtig ist und natürlich sich aber offensichtlich ja konstruktiv auseinandersetzt über das, was man da macht. Oder brauchst du von ganz außen kein weiteres Feedback? Nee? Nee. Also das kommt ja dann irgendwie, wenn es an Mann und Frau gebracht wird, irgendwie das Album, dann kommt das Feedback. Und wie gesagt, bei DIY waren wir uns halt, also wir waren schon safe, aber dass es halt so gut wird, oder so ein gutes, positives Feedback generiert, das wussten wir nicht. Und es ist dann umso schöner, es halt wachsen zu sehen und halt so viel Props dafür zu bekommen. Wer ist dein härtester Kritiker? Härtester Kritiker? Wahrscheinlich ich selbst. Ja. Ja? Ja. Und wie läuft das dann? Stellt sich vor den Spiegel und sagst, Junge, das war heute nichts. Das war heute nichts. Und dann sagst andere, ich doch, Mann, war gut. Ja, genau, es ist halt so die Eigenwahrnehmung dann. Ich bin dann oft, mitunter ist es richtig hart und mir geht's richtig schlecht irgendwie nach, was weiß ich, irgendeiner verrockten Show, wo ich irgendwie 1000 Tote sterb auf der Bühne so und bin halt wirklich down so und denke, ich bin verrückt irgendwie, weil ich so unzufrieden bin so und dann spreche ich mit Leuten darüber und die Eigenwahrnehmung ist halt eine vollkommen andere als das, was die Außenwelt irgendwie so wahrnimmt. Klar gibt es halt Leute, die sich auskennen und Leute, die keinen Plan haben und einfach feiern sind auf dem Festival, aber weiß nicht, ich glaube, ich bin mein härtester Kritiker und Kitschkrieg sind auch keine Ja-Sager, so die, also da wird auch viel gestrichen so, ne? Ich schreibe auch Songs, von denen ich überzeugt bin, die einfach so unter den Tisch fallen dann, so, weißt du? Und das ist gut so irgendwie, weil ja, alles andere hatte ich vorher und das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Das ist so einer der entscheidenden Unterschiede zu früher? Voll, voll. Ja, ja, gerade also das Team so, ich bin halt voll happy und Alter, das ist kostbarer als Gold, so, weißt du? Irgendwie halt Leute zu haben, auf die du dich verlassen kannst und ich meine, wo wäre ich ohne die Leute? Ich wäre nicht hier. So. Definitiv.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Was glaubst du denn, sind die Dinge, die Ronny Trettmann nicht richtig gemacht hat? Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, nicht richtig gemacht. Ich war einfach nicht reif auch so. Ne? Das heißt, ich wollte es auch nicht wirklich irgendwie damals. Und es ist alles so ein Ausprobieren gewesen. Und es hatte halt keine Richtung. Und ich hatte vor allem keine wirklichen Ziele. So, weißt du? Wenn ich sage heute irgendwie, ey, ich will diese Show rocken und so, dann ist das ein Ziel. Und das musste ich auch erst lernen, sich Ziele zu setzen, zu sagen, okay, das will ich irgendwie machen. Das muss knallen irgendwie und dann ist alles gut. So. Das hatte ich vorher nicht. Das heißt, es waren so kleine Erfolgserlebnisse. So der beste Moment war meistens so im Studio, wenn der Song aufgenommen war und dann irgendwie gut klang. So, das war mein Höhemoment. Alles Weitere hat mich schon gar nicht mehr so richtig interessiert. Ey. Ja, aber deswegen war es halt auch nie von Erfolg gekrönt. Zudem kam ja auch, dass es eh nur so deutscher Dancehall, ganz ehrlich, so hat mit erst mit Raff und Bones wirklich angefangen, so für mich zu existieren und halt auch Erfolg einzufahren. So. Ja, es ist ja in sich dann auch eine ganz interessante Geschichte, die sich da an so vielen Stellen gekreuzt hat, weil auf der einen Seite ja offensichtlich sehr viel Interesse an deiner Art und deinem Sound stattgefunden hat, auf deiner Seite Künstler damit groß geworden sind, mit etwas, was ja eigentlich nur eine logische Weiterdenken von dem war, was Ronny Trettmann früher gemacht hat und wo er vielleicht hätte hingehen können. Und wo ja, aber ich meine, Raff beispielsweise war auch schon, also war auch ein Ronny Trettmann, also nicht, dass er jetzt so eine Persiflage-Nummern gemacht hat wie ich, aber er ist halt auch in dieser Szene lange vorrätig gewesen und hat aber irgendwie angefangen halt auch wirtschaftlich zu denken und ja, das hat sich bei ihm auf jeden Fall bewährt und auch die Freundschaft zu Bones und das Zusammenlegen beider irgendwie Zuhörerschaften und so weiter und so fort hat natürlich was bewegt so, ja. Ne, irgendwie und auch thematisch so, das gab es halt vorher noch nicht quasi so Hardcore Reggae wie von den beiden so. Vor allem finde ich daran total faszinierend, wie selbstverständlich das auf einmal überall gespielt wird und ja. Überall seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Du hast eben den Punkt Wirtschaftlichkeit angesprochen, wie da gedacht wurde. Wie wirtschaftlich denkt ein Trettmann? Wie wirtschaftlich denkt ein Trettmann? Jo, Magst du meine Frage nicht? Nee, es ist okay. So, ich muss halt sagen, ich habe Glück auch wieder mit Kitschkrieg. Ich muss mir gar nicht so viel Gedanken machen quasi über die Wirtschaftlichkeit, sondern ich kümmere mich hauptsächlich um die Songs, um die Lyrics, dass mein Body fit ist für die Bühne und dass ich einen guten Vibe habe, um halt kreativ zu sein. So. Insofern ja, reicht das aus. So. Das heißt, es ist eine glückliche Fügung, dass du gar nicht dich um solche Dinge kümmern musst und damit ja auch nicht mehr die gleichen Ängste oder Sorgen durchleben musst, die du früher als Künstler vielleicht gehabt hast. Genau. So, wobei auch da die Wirtschaftlichkeit und das ist wahrscheinlich auch ein Indikator dafür, warum es nie wirklich erfolgreich war, nie so wirklich eine Rolle gespielt hat, sondern es ging immer um den Spaß an der Sache und um die Musik an sich. So. Ja. Wie sind eigentlich so die letzten zwei Jahre an dir vorbeigezogen? Ich meine, nach Album viel gespielt, Festivals, irgendwo zwischendurch ja noch dann einen Albumprozess gemacht, worauf wir ja noch kommen. Aber so aus privater Sicht, gab es Möglichkeiten für dich Lücken und Ruhe zu finden und dich mit dir selbst zu beschäftigen, was ja für Künstler, glaube ich, auch nicht unwichtig ist? Ja, gab es. Auch wenn es viel war, es waren drei Touren letztes Jahr, also mit der Festival-Saison zusammen und es irgendwie geschafft, dann immer noch mal in die Karibik zu fliegen. ja, aber auch einer der schönsten Orte, um wirklich abzuschalten, oder? Ja, finde ich schon. So. Und es ist mir auch gelungen. Insofern, es war wichtig, um das alles zu stemmen irgendwie. Und dieses Jahr, im Endeffekt habe ich ja erst jetzt zur Festival-Season wieder angefangen zu spielen, hatte quasi ein halbes Jahr Pause, wo es halt vordergründig ums Album ging. Ja. Und bin halt immer gependelt zwischen Leipzig und Berlin, um dann hier ins Studio zu gehen und zu schreiben und aufzunehmen. Es gab so ein paar Writing-Sessions, wo ich mir halt, was weiß ich, zwei Wochen dann freigenommen habe, um wirklich ausschließlich Musik zu machen. Irgendwie. Aber wie gesagt, das ist so ein grundsätzliches Ding. Ich bin happy,
mit meinem Job. Ich finde, es ist der beste Job der Welt und es macht Spaß. Und ich kann dann abends auch nach Hause gehen und bin cool. So, weißt du, ich meine, ist jetzt nicht so, ja, weiß nicht. Ich glaube, deswegen mache ich das ja alles auch, weil es halt nice ist. Und weil ich, das andere gibt mir keine Ruhe. So, weißt du, so 9 to 5, so könnte ich nicht. Oder habe ich probiert und ist mir immer nie gelungen. Ich musste mich irgendwie entscheiden. So. Es ist interessant, von meinem Standpunkt aus immer zu gucken, wie Künstler ihre Arbeit, also ihre Arbeit an Kunst, für sich selber so hinbekommen. Und da habe ich in meinem Leben ja auch immer von der Bandbreite jeden kennengelernt, der 2 Jahre Zeit für ein Album hat und das im Prinzip 2 Wochen vorher anfängt und fertig macht. Ja, ja. Bis Leute, die 3 Jahre an einem Album arbeiten, es dann umschmeißen und es nochmal komplett von vorne anfangen. Ja. Wo würdest du dich da so einordnen? Also ich arbeite eigentlich stetig so an Songs, ne? Also selbst wenn ich jetzt nichts schreibe, so eine Line, die mir irgendwie zufällt oder eine Idee, Songidee, schreibe ich inzwischen nieder oder mache ein Sprachmemo. Ich habe halt gemerkt, dass es besser ist, stetig sich damit zu beschäftigen, ja, als eben so sessional. Also das liegt mir nicht. Ich glaube, da kommt noch der eine Faktor mit rein, dass gerade wenn du Kunst machst, bist erfolgreich, dann erntest du den Erfolg, mit anderen Worten, die Taschen sind voll. Ja. Dann wieder den Motor anzumachen, um dann wieder Motivation zu kriegen und es als Job zu sehen, fällt, glaube ich, umso schwieriger, je voller die Taschen sind. Ja. Und in diesen Zyklus, aus diesem Zyklus rauszukommen, das kann ich mir vorstellen, dass das bei Künstlern ganz oft ein Problem sein kann. Ja, es ist auch immer eine Wahrnehmung, so bin ich jetzt rich, money rich, so was macht das Geld mit einem, so ist ja auch bei Leuten irgendwie immer verschieden, so, weißt du? Ja, ich musste jetzt in diesem Fall vielleicht in der Recherche nochmal nachlesen, was einschlägige Portale, ob sie dich in irgendwelche Millionärs-Ranking, auf welche Position sie dich gesetzt haben, weil sie ausgerechnet haben, wie viele Boxen du verkauft haben müsstest. Ey, es ist, wie gesagt, so ein Wahrnehmungsding, so, ich muss echt, weiß ich nicht, ich muss weit wegfahren und dann irgendwo auf dem Balkon stehen und so, weißt du, irgendwie, war. Also dann merke ich, okay, es hat sich was verändert, es ist Kohle da. Ich bin jetzt kein Typ, der halt steady irgendwie shoppen geht und ja, ist nicht mein Style. Ich finde, Trikot sei schon ein T-Shirt. Ja, das ist so schön simpel. Ich gehe hier in den Laden, Kreuzberg, wo mir das Merch. Keine Ahnung. So. Ja, aber da sind wir dann wieder bei dem Arbeitsansatz, was die Kunst angeht. So, wenn du sagst, du sprichst vom kontinuierlichen Prozess und davon, dass es sich eigentlich stetig auch weiterentwickeln muss. Das heißt, es gibt auch gar nicht so einen richtigen Startpunkt für so einen Albumprozess oder hängt ja schon damit zusammen, so, wir nehmen uns jetzt die Freiraum, Touren sind durch, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit, jetzt muss ich ein Album machen. Nee, wie gesagt, es ging, die ersten Songs standen quasi schon unmittelbar nachdem DIY draußen waren. Irgendwie, man nimmt halt steady auf, Fissel spielt ein Rhythm an, irgendwie geht er mal drüber, so boom, krasser Song, was machen wir damit? Eben das auf, so, ja, beispielsweise. So. Nee, wie gesagt, die 2 Jahre kann natürlich auch jemand sagen, ey, warum macht ihr nicht was Krasseres, so mit A, B, C, D, E, F, G, H Part. Weißt du, ich meine, so halt noch ausgefuchster, dies und das, ja, alles verhältnismäßig minimal und sehr simpel. Ja, keine Ahnung, so, das ist halt das, was in den 2 Jahren so rumgekommen ist und auf dieses Album passt. So. Hast du eigentlich, als du von Druck, ne, da hast du mich ja schon ausgebremst und so, Druck gibt's nicht. Deswegen ist DIY auch keine Messlatte, an der man sich abarbeiten muss, sondern du gehst frei in die Welt hinein und machst Musik. Trotzdem hast du ja einen Anspruch an dich. Wie gehst du mit dem um, wenn du im Hinterkopf noch die Songs hörst, die du auf Tour spielst, wenn du ein neues Album produzierst? Ja, die Songs, so, ich singe die immer noch gern so. Es macht Spaß, die zu singen. Es ist nicht wie früher, wo halt so ein Song irgendwie einen Haltbarkeitswert hatte von 2 Monaten und so, und dann habe ich ihn nicht mehr gemocht. Ist ja auch dank sehr werterweise so, dass da 50.000 Menschen stehen, die auf Festivals auch gerne mitschauen. Schaut mal, Sozi hat uns hier eine Message draufgesprüht. Der Sommer ist mir nicht gelungen, so sagen böse Zungen, doch mir hat es gefallen. Ich bin immer noch am Balen. Lallen. Fallen. Okay, das nehme ich jetzt so mit und lass es zu Hause setzen. Ja, machen wir ein Foto von gleich. Weiß nicht, das ist auch wieder das Ding. Es ist schon mal gelungen, warum soll es nochmal schief gehen irgendwie? Weißt du, wie ich meine? Ich singe die Songs gern und
worauf man halt achtet, dass man sich nicht wiederholt. So, ne? Also so ein Song wie, was weiß ich, Knöcheltief zum Beispiel, beschreibt eben halt damals diesen Moment, ich war der Underdog, jetzt bin ich am Start, schau mal, was wir alles geschafft haben, irgendwie alle lieben es. So, lass schauen, ob die Zeit so bleibt, ob man, ne? Es ist nie sicher irgendwie so, das war das Ding. Jetzt bin ich halt ganz woanders irgendwie. Ich bin kein Underdog mehr. So, weißt du? Definitiv. Hast du aber irgendwo so Punkte, wo du versuchst, dich bewusst, also hattest du so Punkte, wo du dich versucht, das bewusst abzugrenzen? So von wegen, jetzt muss einfach mal alles anders werden. Von mir selbst oder von dem Rest? Oder was meinst du? Vom inhaltlich, von dem, was du als Künstler dann veröffentlichst. Nee, gar nicht. Ich finde auch so diese Themen, dieses Themenspektrum, so, also gerade Love, und was haben wir jetzt? Party und Rave. Ja. Und so, ich hoffe, das wird immer so bleiben. So, ich könnte, weiß ich nicht, also am liebsten mit, oder am einfachsten wird es mir fallen, ein Album nur mit Love-Songs zu machen, wahrscheinlich. Irgendwie, das geht mir am besten rein. So. Das Album ist ja jetzt auch schon so ein bisschen, also es ist ja schon, man kann viel über Beziehungen und Emotionen hören und lernen, wenn man zuhört. Voll. Ist es das Privatleben, was sich da auf einer Platte presst, oder ist es ein Vibe, den du einfach irgendwo aufschnappst und zum Beispiel aus Playlisten, die du für Mixtape-Formate zusammengestellt hast? Hm. Nee, pass auf, es ist natürlich live. Ne? So sind, ist schon alles passiert und es passiert nicht unmittelbar. Ich bin happy, in love, so, alles gut. Aber ich zehre halt immer noch von Momenten, von damals, so erste Liebe, dies, das, so, ne, erste Trennung oder so, ich kann das gut zurückholen und daraus Songs machen, so, das gelingt mir. Apropos aus Themen Songs machen, guck mal, das ist hier mein wunderbares Team, mit dem ich heute unterwegs war. Khalid hat Recherche gemacht, das heißt, Khalid hat sogar vor mir dein Album gehört. Oi. Und dann hat Khalid während der Fahrt, Martin, ich würde sagen, er hat ungefähr 45 Mal das Wort Stolperstein in den Mund genommen. Also wir haben uns darüber unterhalten, also das ist dann so ein bisschen die Aufgabe, dann soll er mir erzählen, was er so denkt und was er so fühlt und was so die Gedanken, welche Fragen man dir stellen könnte, was er so als Thema sieht. Und da wurde der Song Stolperstein das ein oder andere 100 Mal erwähnt. Ich mache so ein bisschen das lustig, ich breche es mal runter, weil es ist ja ein krass wichtiges Thema und ich weiß nicht, ob wir hier jetzt auch an Stolperstein noch vorbeigegangen sind oder ob es hier in der Ecke welche gibt. So, gib mir mal ein bisschen von deinen Emotionen, von deinen Gefühlen dafür, warum es so wichtig war, diesen Song zu machen. Ich will gar nicht so viel sagen, so im Endeffekt, das ist halt ein Zeugnis, weil es nicht der vielen Worte bedarf. Schau mal hier. Es ist halt ein, ich weiß nicht, das Projekt Stolpersteine an sich, Big Up an den Originator, ist halt eines der krassesten, weiß ich nicht, Projekte, um quasi das Vergessen zu verhindern, so, ne? Eben dieser Epoche. Und du weißt, kennst die Leute, die meinen so, Schuldfrage wie jetzt und nicht mit uns oder ein Mahnmal der Schande und all das. So, aber ist es jetzt auch mal gut? Genau, es ist auch mal gut, so die Leute leben nicht mehr und so weiter und so fort. Ich könnte mal durchdrehen, wenn ich das würde. Ja, hey, ja, ich meine, im Endeffekt ist es so, es ist alles, was wir haben, so um, also die Geschichte quasi, um aus unseren Fehlern zu lernen. So, wenn wir es vergessen, dann kannst du dir gewiss sein, dass es sich halt wieder wiederholt. So. Und die ersten Anzeichen für das Vergessen und für die Wiederholung, so irgendwie, die sind halt schon da. So. Das heißt, wehret den Anfängen. So. Wenn du das gerade so ein bisschen ansprichst, wir sind jetzt, ich gucke kurz nach, Ende August. Das heißt, am Wochenende sind Landtagswahlen. Ich glaube, in Brandenburg und Sachsen. Mit was für Gefühlen gehst du auf solche Termine? Wenn das hier ausgeschaltet ist, dann wird man schon wissen, was da passiert ist. Aber wir haben, glaube ich, beide eine ähnliche Vorahnung auf das, was da passiert. Mit was für Gefühlen gehst du damit um? Wie ich damit mit diesen Gefühlen umgehe? Ja, oder was für Gefühle sind es und wie gehst du damit um? Das war eine Zuschauer. Ja, ist krass erstmal, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, dass überhaupt so eine Partei wie die AfD existiert und halt auch kurz davor steht, Mehrheiten zu bekommen irgendwie. Das Gefühl oder weiß nicht so. Songs wie Billie Holiday, ich habe mein Zuhause verloren, suche nach einem neuen Zuhause und so ein Kram, das weiß, kommt alles nicht von ungefähr und
Die Entwicklung ist auf jeden Fall so auch so ein, weiß ich nicht, ne, so ein Momentum, was mich halt viel beschäftigt, immer noch fassungslos macht. Und ich sehe, ja, irgendwie ängstlich in die Zukunft, muss ich sagen, weil sieht nicht gut aus, so, weißt du? Ich fühle mich immer mit der gleichen Ohnmacht den ganzen Dingen gegenüber. Vor allem, weil ich nicht verstehen kann, wie man bestimmte Dinge und Zusammenhänge sich so zusammensetzt, um dann zu so einem Weltbild zu kommen, oder andersrum sie halt nicht versteht, was die Geschichte angeht, was die einfach die Position in der Gesellschaft angeht, die Fallhöhe, von der du kommst, also was du in deinem Leben als erlebt Möglichkeiten haben. Hast. Ja. So, das macht mich immer persönlich ein bisschen ohnmächtig. Du als Künstler hast ja aber irgendwie sowohl mit deinen Songs als auch dann mit deiner Reichweite und dann mit so Positionierungen ja auch immer die Chance, Statements zu setzen. Ja, voll. Und ich tue das so, weil das, ich glaube, dort bin ich auch richtig. So, weißt du, wie ich meine? So, ich glaube, ich kann damit noch am meisten erreichen. So, ich gehe auch gern mal auf eine Demo, dies und das. So. Und Big up an die Antifa auch und all die Leute. Aber ich glaube, ich bin da am richtigen Ort, um halt was zu tun irgendwie. Und glaubst du, dass Künstler heute noch mehr machen müssen? Tja, ich weiß nicht so. Ich finde, Felix Kummer, Shoutout an der Stelle, hat ein Interview gesagt neulich, irgendwie Kunst muss gar nichts so. Ne? Du musst mit deiner Kunst nicht politisch sein irgendwie. Ne? Das mal so grundsätzlich. Aber ja, das kann ich auch voll nach. Das finde ich auch wichtig so. Ja. Es geht mehr um Position in der Gesellschaft und Nutzen von Reichweite und ja, genau. Also, Ansprache, wer kann, an Follower. Wer kann, der soll. So, weißt du, wie ich meine? Irgendwie und weiß nicht. Der Song ist jetzt auch nichts irgendwie, weiß ich nicht. Also die Bilder, die ich da irgendwie streue und so weiter und so fort, ist ja verhältnismäßig trivial. So. Weißt du, ich meine, ich bin auch kein Politikwissenschaftler so, und ich habe die Weisheit oder die Wahrheit auch nicht parat. So, ne? Ich kann auch nur diskutieren des Contents willen. So. Verstehst du, was ich meine? Voll. Irgendwie? Das geht ja am Ende jedem so. Für mich ist es immer so ein Punkt. Nee, es geht nicht jedem so. Es gibt Leute, die meinen, sie haben Recht und sind halt auch bereit, da über Leichen zu gehen. So. Verstehst du, was ich meine? So. Ja. Yeah. Insofern. Ja, ey, wer kann, der soll. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob gerade in einer Situation, wo du, wie du beschrieben hast, zu viele Leute der Meinung sind, sie haben Recht, es vielleicht noch wichtiger ist, dass noch mehr, und es, du machst ja was, ne? Aber insgesamt noch mehr Künstler und wahrscheinlich insgesamt Menschen aus der insgesamt so, Menschen aufstehen und einfach etwas sagen. Aber auf der anderen Seite besteht, ja. Es ist nicht nur die Kunst oder jetzt CDU sagt, ja, wo ist die Mitte? Die Mitte muss was machen und so weiter und so fort. So, jeder muss was tun, so, weißt du, wie ich meine? Keine Ahnung, so sind Leute an der Front irgendwie, damit die anderen den Trap tanzen können, so im Club irgendwie. Und siehst ja, was gerade, es muss aufgeklärt werden, das ist gerade die Spitze des Eisbergs irgendwie da, es geht gerade los, so, weißt du, ich meine, es ist noch lange nicht vorbei. Und hast du dann noch besonders Gefühle, eine besondere Emotion, wenn du auf der einen Seite mit Grauer Beton einen Song machst, der jetzt zweifelsohne wahrscheinlich vielen Menschen deiner Generation dann auch aus einem Bundesland wie Sachsen voll aus dem Herzen spricht und wahrscheinlich auch sie voll mitnimmt. Und du auf der anderen Seite ja irgendwo ja im Unterbewusstsein weißt, dass trotzdem diese Menschen dann Sonntag zur Wahl gehen und eigentlich in eine ganz andere Richtung wählen. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber es zeigt halt auch irgendwie, weiß ich nicht, ne? Also ich bin so, ich lieb Leute von überall her. So, ich wollte nie das. So, weißt du, ich freue mich über Leute, die hierher kommen, so, weißt du, mir war das vorher zu monoton alles, so, weißt du, ich bin in der DDR groß geworden, dort waren Gastarbeiter aus allen Herren Ländern, waren halt isoliert, weißt du, ich habe das gesucht, ich habe es mir geholt und bin dafür, weiß ich nicht, in einen Studentenclub gegangen, um afrikanische Musik zu hören, keine Ahnung, mir geht es gut, ich bin Beispiel dafür, weiß ich nicht, dass es halt was Positives ist, andere Kulturen kennenzulernen, in andere Länder zu fliegen und
so mich erfüllt das irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Das macht mich happy so. Und ich wünsche das allen anderen auch so. Irgendwie. Ich verstehe auch nicht, warum Menschen auf der einen Seite Musik hören können und kulturell Dinge feiern, die ihren Ursprung gar nicht hier haben, auf der anderen Seite dann aber wiederum im Mindset das Rad genau in die andere Richtung drehen. Ja. Und sich dann abgrenzen wollen. So. Und ich weiß auch, ich glaube, es bleibt einfach nur die Chance, dass man immer weiter versucht, mit Botschaften klarzumachen, was der gesunde Menschenverstand vielleicht will. Ja, das und das halt steady. Nicht nur einmal im Jahr, ja, sondern es ist wichtig, das halt steady zu tun. Ja. Ja, es ist alles ein bisschen ein schwieriges Thema. Ja, und es ist komplex und es ist traurig. Und ich habe auch kein Rezept, so, ne, ja, irgendwie, oder mein Rezept ist ein Song wie Stolpersteine halt, so. Ich freue mich allein schon darüber, wenn dann Leute anfangen, deshalb ab und zu mal nicht geradeaus zu gehen, sondern ab und zu mal auf den Boden zu gucken, um mal zu sehen, was für Stolpersteine es gibt. Ja, voll. Und dann vielleicht wahrnehmen, was in dem Umfeld passiert. Hopefully. Eine ganz andere Frage, aber die so auch bei uns in der Runde aufgekommen ist. Hast du nicht bewusst irgendwann versucht, deinen Akzent aus deiner Musik rauszunehmen? Ja, na klar, bewusst auf jeden Fall. Aber habe viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und die haben schon, als ich ein Kind war, halt darauf geachtet, dass ich nicht sechsel oder nicht zu hart sechsel, so irgendwie. Warum und eigentlich? Ja, keine Ahnung. Meine Großmutter fand es halt nicht, fand es klingt nicht gut. Oder wollte auf jeden Fall, dass ich einer der Sachsen bin, die nicht nur Sächsisch sprechen. So, man hört es natürlich trotzdem, die Vokalfärbung, all das. Aber das Trettmann-Ding da am Anfang, worauf du anspielst, das war ja eh bloß ein, das war eine Persiflage, die hat halt 2 Jahre gearbeitet. Irgendwie dann hat es für mich aufgehört, irgendwie zu funktionieren. Insofern, ja. Ne? Also klar bewusst, also, ich wollte halt zeigen, was noch alles geht und da war das Sächsisch eher hinderlich. Und muss auch nicht wieder zurückkommen, oder? Nein. Nein. Ey, ich habe nichts gegen Sächsisch oder so, ne? Aber es ist aber schon ganz interessant, dass sich das Hochdeutsch doch im Gänze immer der Punkt ist, an dem sich alles trifft, weil dann doch. Ja, das eint halt so, ja, ne? Letztendlich. Es sei denn, man ist, wie heißen die da in Köln? De Höhner oder so. Die Band. Ja, und das hat ja auch seine Berechtigung. Ist ja alles genau. Cool, bloß für mich hat es halt aufgehört, Spaß zu machen. So. Wir haben ja eben schon vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass auch so Liebe ein großes Thema von diesem Album ist. Ne? Wie würdest du insgesamt das Album Trettmann in sich vom Vibe her beschreiben? Vom Vibe her beschreiben? Album vom Vibe beschreiben. Ich mag es, wenn ich sehe in deinen Augen, wie die Frage da oben ankommt und dann ist so eine Mischung aus entweder Dicker, was ist das ja, für eine Frage? Ja, ich meine so, weißt du wie? Aber es ist auf der anderen Seite etwas, was die Leute natürlich interessiert, weil sie ja wissen, ja, was du fühlst, warum klingt ja, das so, aber wie ich glaube, das erklärt sich halt, wenn du es hörst. So, wenn ich jetzt beschreibe, weißt du, dann ist es wie so ein Anteasen so. Wir reden darüber, es sind Love Songs. So, ja, es sind Love Songs, wir reden darüber, es ist Rave, okay, es ist Party, so und Turn Up. Weißt du, wie ich meine? So, was soll ich dem vorwegnehmen, sozusagen? Ich konkretisiere. Ja, okay. Ich finde, DIY hatte eine schon eher Nuance, Tristesse, ja, die ein Gefühl dir gegeben hat, dass es dich aus, selber auch ein bisschen mit nach unten nimmt, ja, aber dann da auch festhält. Okay. So. Mhm. Und das Neue klingt eher wie, okay, wir drücken jetzt wieder auf den Fahrstuhl, fahren einen Tick höher. So. Ich mache hier gerade deine, ich gebe dir gerade die Antwort. Lift up. Ja, genau. Uplifting. Richtig interpretiert, oder? Ja, ja. Wie gesagt, also ich meine im Endeffekt klar, weil selbst ein trauriger Song, so was macht das so? Ne? Es ist halt ein Gefühl, was dir irgendwie mit auf den Weg gegeben wird. Ob es dich nun ergreift oder nicht, ob du es realisierst, weiß ich auch nicht so. Ne? Aber im Endeffekt kann es dich halt auch aufbauen, wenn du ähnliche Phasen durchlebt hast und all das. Insofern klar positiv, auch wenn es zart und melancholisch ist.
Und ob es jetzt irgendeinen Ausweg aufzeigt, das vermag ich auch nicht zu sagen. So, ne? Ich hoffe, niemand springt aus dem Fenster irgendwie, wenn er das Zeug hört. So. Nee, ich finde halt das. Wenn dann mit Fallschirm wahrscheinlich. Mit Gleitschirm. Ja, Gleitschirm, genau. Mhm. Der letzte Song? Ja. Ist für deine Tochter, ne? Ja. Warum? 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 Ja, erstmal ist eine Story, die sich halt so zugetragen hat. Also es sind eigentlich zwei Storys in dem Song. Einmal, dass ich quasi auf Party war nach der Show irgendwo unten in Baden-Württemberg und schon 3 oder 4 Cuba Libre im Kopf hatte. Und dann der Anruf kam, ich immer, es war nicht mein Telefon, so meins war im Backstage irgendwie, und ich immer gesagt habe, ey, geh da nicht ran und so. So Fizzle, der will testen, ob wir trinken so, und unfit sind für die nächste Show. Und genau, ich war halt da unten und dann sind wir doch rangegangen und dann hieß es, okay, es geht los. Und es war halt 2 Wochen zu früh und dann sind wir halt losgefahren, mein Tourmanager und die ganze Crew und ich irgendwie, um, ja, damit ich noch rechtzeitig dort zur Geburt dabei bin. Und die zweite Story ist, ich war in Jamaika irgendwie, hatte 3 Wochen gebucht, einfach weil es nicht anders ging und ich mich auch erholen wollte, dies und das. Und nach einer Woche stelle ich halt fest, okay, scheiße, sie erkennt mich halt zum Teil nicht mehr oder all diese, wie sagt man, Moves und Worte so, die wir irgendwie, unsere Codes sozusagen funktionieren ja nicht mehr irgendwie. Und das hat mich so erschüttert irgendwie, dass ich den nächsten Flug halt gebucht habe, um zurückzukommen. So, weißt du, wie ich meine? So, ja, keine Ahnung. Das ist krass emotional, krass privat und deshalb so wichtig fürs Album? Ey, es ist alles privat, weißt du? So, also auch die Love-Songs sind real und also sonst würden sie nicht funktionieren und sonst wären sie nicht so, wie sie sind irgendwie. Insofern habe ich da keine Scheu. So, ich bin halt Papa geworden, so, keine Ahnung. Das soll die Welt ruhig erfahren. Hat es dich verändert? Ja, ich glaube, da kommst du nicht drum rum. Guck mal, ich setze mal eine Frage vorweg. Ja. Als du wusstest, dass du Vater wirst und du es Freunden im Umfeld erzählt hast und die es mitgekriegt haben, wie oft kamen diese Sätze wie, oh, danach wird sich alles für dich ändern? Ja, das kam oft und auch irgendwelche Prognosen, wie die Veränderung und vonstatten geht und all das, aber ist halt nichts, was dir irgendjemand erzählen kann, so, weißt du? Man kann sagen, du hast keine Zeit für nichts mehr und so weiter und so fort. Ja. Das stimmt nicht, so, weißt du? Oder ja, ne, meine Beziehung oder viele Beziehungen zerbrechen dann irgendwie, wenn es darum geht, wie willst du das managen? Du bist steady unterwegs und all das, so. Weiß nicht, irgendwie geht es und es ist harmonisch und es ist geil und man wächst auch damit. Dir kann niemand vorher sagen, ey, das wird so und so. Ne? Und ich weiß nicht, inwieweit habe ich mich verändert. Ey, heute bin ich traurig, wenn ich irgendwie zu Hause los muss. So. Das war früher halt nicht so. Und ich freue mich, wieder zurückzukommen. Insofern gibt es mir wieder ein Stück zu Hause. So, weißt du? Irgendwie, und das ist gut. Ja. Ich glaube, es ist auch immer so der wichtigste Punkt im Leben, den man auch. Also ich mag dieses mit den ganzen schlauen Sprüchen, die man da von außen gerne immer dazugeben möchte, mag ich nicht. Ja. Weil es schon eine ganz individuelle Erfahrung ist und schon auch eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Aber wenn man diese richtig annimmt, dann auch ist das Schönste, ist, was dann passieren kann. Ja. Ja, ich finde es aber dann auch immer schön und irgendwie mag ich diese Songs, wenn es dann auch um die Kinder geht, was ja auch so ein Stilmittel ist, was ja auch schon viele Künstler benutzt haben, weil es ja dann nochmal eine ganz andere, ganz persönliche Seite zeigt. Ja, ich dachte auch, ich mache keinen Song darüber irgendwie. Ja. Ich hatte es nicht vor, weil ich kenne auch so verschiedene Songs von verschiedensten Interpreten irgendwie und dachte, nö, muss ich nicht machen, so haben die anderen alle schon gemacht. Aber dann ist es eben halt dann doch so, wie soll ich sagen, ne? Es ist halt so deep irgendwie, also ich glaube, du kommst da gar nicht drum herum, so als Maler, als Künstler oder ich meine auch so als Mensch, der, was weiß ich, keine Kunst macht. So, es macht ja was mit dir und du wirst auf jeden Fall anderen davon erzählen wollen. So, ne? Du hast ja nun ein Album vor der Brust, auf das sich irgendwie dann doch nach dem Vorgänger ganz Deutschland irgendwie freut und ganz erwartungsvoll sind. So, und dann ja, Druck wollte ich ja schon nach Minute 1 mir nicht abnehmen. Wollen wir noch mal über den Druck reden? Lass uns noch mal über den Druck reden. Ja, aber der ist dann ja doch entstanden. Ja.
dann hast du einen Feature-Song rausgehauen mit Jizzes und auf einmal gab es Druck. Mhm. Auf jeden Fall auch eine Art von Druck, den ich vorher nicht kannte. Aber das ist auch okay und in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, dass das Feature stattfindet auf dem Album, war auch klar, dass da Gegenwind kommt und das ist auch voll okay, weil ich kann viele der Leute natürlich nachvollziehen, die meine Musik hören und quasi nach den Anschuldigungen dann irgendwie alertet waren, dass ich halt mit ihm einen Song mache. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben halt eine Historie zusammen. Ja. Haben viele Songs gemacht. Die Jungs haben mich damals auch gepickt und meine Songs repostet. Und keine Ahnung, so, ich habe mit ihm das persönliche Gespräch gesucht und kann jetzt irgendwie im Nachhinein halt auch die Entscheidung backen, auch wenn das alles jetzt so auf mich niederprasselt. Hoffe ich damit, also mal grundsätzlich, ne, häusliche Gewalt ist verwerflich und also ja, Punkt. Hey. Ich finde, das ist so eine Ebene, über die muss man nicht reden. Weil es ist klar, dass das nicht geht. Ja, voll. Trotzdem hat genau diese Konstellation, eben aus der Situation, die du gerade so beschrieben hast, ja auch so viele feine Nuancen, ja, die es, glaube ich, schwer machen, da eine schwarz-weiß Aussage und eine Entscheidung zu treffen. Ja, aber ich als Mensch eben halt auch so. Und wenn viele Leute erwartet haben, dass ich mich halt öffentlich distanziere oder was auch nicht mein Style ist, ein Statement jetzt auf Instagram oder Twitter zu verfassen, so, und so genauso habe ich halt abgewägt und es war ein Dilemma und es war nicht einfach irgendwie mich da durchzuringen irgendwie und ja, vielleicht wäre es sogar einfacher gewesen zu sagen, okay, wir lassen das halt weg, aber wie gesagt, ich sehe das Positive in der Zusammenarbeit mit Jizzes und die Zeit wird zeigen irgendwie, ob ich falsch lag oder ob es halt doch kein Fehler war. Die Frage hätte ich dir jetzt auf jeden Fall gestellt und ich hätte sie jetzt, deswegen hänge ich sie gleich mit dran, warum als Single? Es war eh vorgesehen, das als Single zu machen und es ist einfach ein starker Song, so Punkt aus. So. Wir leben uns ja in einer Zeit, wo gerade auf Kunst und Künstler vieles Verschiedenes eingeprasselt ist und um ein anderes Beispiel zu nennen, Michael Jackson, ja aufgrund einer Dokumentation, die veröffentlicht wurde, so zur Persona non grata geworden ist, dass ja auch aufgrund der Vorwürfe, die da im Raum stehen, wo dann ja Beweise fast immer schwieriger werden, trotzdem die Frage gestellt wird, kann man Michael Jackson Songs noch hören? So, kann man. Also ich saß erst neulich hier im Nest und es lief irgendein alter Jackson 5 Song. So, warum sollst du diese Songs nicht mehr hören, Mann? So, weißt du, wie ich meine? Bloß weil der Typ irgendwann auf die schiefe Bahn geraten ist oder was? Oder seine Familie Geld daran verdient jetzt. Irgendwie der Typ ist tot. Und wie gesagt, so, ne, es gibt einen Michael Jackson, der, ich weiß nicht, hat mit 6 Jahren angefangen zu singen, so Leute. Ist auch immer, ich weiß auch nicht, mit der Musik groß geworden bist, auch ein R. Kelly, so, weißt du, wie ich meine? So, es sind halt Songs, keine Ahnung, so early 90s, so, das war meine Jugend, so, ne, irgendwie, die quasi, ich weiß nicht, ich pump jetzt kein R. Kelly zu Hause, so, irgendwie nee. Steady, irgendwie, aber ich habe irgendwie auch ein Problem, das so vollkommen aus meinem Leben rauszuschneiden, irgendwie, und halt die positive Erinnerung oder Wahrnehmung von damals irgendwie zu killen, bloß weil der Typ halt heute scheiße ist. So. Kannst du dann verstehen, wenn Leute dann unter deinen Posts kommentieren, so nach dem Motto, ja, wegen dem Feature bist du jetzt für mich als Künstler gestorben? Ja, verstehe ich. Ja? Kann ich verstehen, ja, voll. Und das ist okay. So, weiß nicht, so, was soll ich den Leuten vorwerfen? So, ne? Es ist ihr gutes Recht zu sagen, okay, nach dem Ding bist du halt, höre ich dich nicht mehr. So, das ist okay. Ich habe mir dabei die Frage gestellt, ob die Person, so jetzt ein bisschen in einer fiktiven Welt gesprochen, aber die Person, die jetzt Kritik an dir äußert, ja, wegen diesem Feature, vorher nicht knöcheltief gehört hat zum Beispiel. Ja, oder eben all die anderen Songs. Ich habe ja auch, weißt du, so, keine Ahnung, mein Frauenbild ist eh ein anderes als von den anderen, so, weißt du, ja, wie ich meine? So,
Das ist, du wirst halt viele der Dinge in meinen Songs, und du wirst es nie finden. So, weißt das du, finde ich ist übrigens ein sehr wichtiger und ein sehr entscheidender Punkt, wenn ich da kurz mit eingreifen darf. Weil man darf ja nicht immer den Fehler machen, nur weil ein Künstler mit dem anderen zusammenarbeitet. Dass man konform geht quasi mit allem. So. Nein, dass das ist auch grundsätzlich eine Person so. Wenn ich auf dem Dance bin, so, dann höre ich auch Songs, die ich nicht mag oder Artists, die ich nicht mag. Vielleicht tanze ich dazu sogar, aber es ist kein, ja, so, weißt du, im Endeffekt sehe ich Hip-Hop, wenn wir es jetzt mal als Hip-Hop bezeichnen, irgendwie auch als ein Ding, wo ein Austausch stattfindet und auch ein Pro und Contra, also das reguliert sich auch im besten Fall selbst. Das heißt, es wird eben halt auf deine Scheißleien, was weiß ich, irgendwie eine Antwort geben, so, ne? Und das ist okay, die Antwort, so, ich kann damit leben, so, ich kann auch die Entscheidung halt backen und so. Ich finde ja, dass Jesus mit dem Part, den er bei dir da droppt, dir im Prinzip eine Antwort auf das gibt, was die Leute von ihm haben wollen. Ja. Und dass sie sich aber genauso wenig zufriedenstellen wird. Aber es halt die Art und Weise ist, wie der Künstler schon immer getickt hat eigentlich. Ja, das, aber trotz allem so, wer so ein bisschen zwischen den Zeilen hört, der kann natürlich auch, also es lässt ja auch tief blicken, all das so, weißt du, irgendwie. Es gibt dem Licht im Ganzen ja auch in deiner Entscheidung ja auch, wie du schon gesagt hast, auch ein privates Gespräch zugrunde, um ohne jetzt das private Gespräch ausbreiten zu wollen. Aber würdest du sagen, dass man auch nicht unterschätzen darf, was der Austausch untereinander eventuell auch auslösen kann? Untereinander? Ja, genau. Und das ist auch Grund für die Entscheidung gewesen, zu sagen oder halt zu wissen oder zu vermuten, dass es ein positives Outcome hat. So, ne? Irgendwie. Das heißt, dass ein persönliches Gespräch, der Dialog, halt mehr macht als ein Shitstorm und abzutauchen, so, weißt du, wie ich meine? Und ihn auszugrenzen, so, weil was passiert denn so? Ich meine, das Ding passiert weiterhin in der Szene, so, weißt du, wird sich nichts ändern. Nur durch den Dialog und durch den Austausch hat man die Möglichkeit, irgendwie was zu ändern. Man darf bei der ganzen Sache, ja, und das geht ja nicht nur für dieses Thema und für dein Feature, sondern im Prinzip für viele, finde ich, Dinge, die sich gerade innerhalb dieser Szene und der Betrachtung von der Kunst da drin, also was sich da entwickelt, dass man Dinge hinterfragen muss und dass man auch an den Dingen rütteln muss und sie wahrscheinlich auch verändern muss und vielleicht in der Vergangenheit auch Dinge einfach nicht gut behandelt worden sind oder einfach sich würdest du sagen, vielleicht auch moralische Grenzen oder Maßstäbe so ein bisschen verschoben haben? Und es deshalb vielleicht heute auch einfach wichtig ist, dass man darauf achtet. Ja, ja, Fragen voll stellt. Voll, voll. Und ich finde das gut. Und ich finde auch, dass Zeit ist, quasi viele dieser Dinge, die quasi noch vor 10 Jahren legitim oder noch letztes Jahr oder vor 2 Jahren legitim waren, dass man die halt überkommt und hinterfragt. So, ne? Die Zeit ist reif und ich sehe es positiv auch so, ne, insgesamt. Schau doch mal, was sich alles getan hat, wie viele junge Leute irgendwie da draußen sind, die quasi ohne Sexismus und ohne Objektifizierung von Frauen und all dem auskommen. Ich finde, da hat sich viel verändert in den letzten Jahren und deswegen fühle ich mich auch wohl immer noch in dieser Szene mit all den jungen, offenen Leuten so, ne? Oder das ist ein Grund für mich zu sagen, okay, Hip-Hop ist cool, so, ich steig da nicht aus. Ja. Braucht man aber schon manchmal. Und das Schöne ist, dass das Spektrum so groß und breit ist, dass es halt mittlerweile von der Vielfalt auch einfach sehr gut funktioniert, dass sich etwas weiterentwickeln kann und man nicht nur davon abhängig ist, was, keine Ahnung, 3 Speerspitzen gerade machen, wie es früher gewesen ist, oder? Voll. Kann es eigentlich sein, dass du auf die, entschuldige es mir, aber wir sind ähnliche Altersgruppe, alten Tage, ich kann bei dir keinen grauen Bart sehen, wahrscheinlich hättest du auch einen. Weiß. Ja. Aber nochmal zum Partybeast wieder geworden bist. Ja, ne, also. Ja, ne, ich glaube, Jamaica hat mich da irgendwie auch sehr beeinflusst, wieder angefangen, dort viel auszugehen. Und genieße das gerade irgendwie so. Halt eine Zeit, da hat mich auch so der Sound in Clubs nicht wirklich geturnt, so, aber seit 3, 4, 5 Jahren ist es geil und ich finde auch gerade deutschsprachige Musik ist irgendwie auf einem Level, dort wo es halt noch nicht war. Ich schleiche nicht mehr vom Dancefloor irgendwie, wenn jetzt ein Deutschrap-Song läuft. So, ne? Es ist halt gut geworden so irgendwie und ja. Ist eine schöne Entwicklung, oder? Voll, deswegen. Ja.
Vor allen Dingen hast du ja auch nicht unmaßgeblich mit dazu beigetragen, dass da die eine oder andere Nummer läuft. Oh, danke. Ja. Feierst du auf deine eigenen Songs? Gelingt mir immer öfter. So früher gar nicht, so bin ich überhaupt nicht klargekommen. So, du kommst in den Club, okay, der DJ erkennt dich und spielt irgendwie erstmal deinen Song. So. Ja, aber heute, gerade so ein Song, irgendwie, das ist halt cool. Bin ich auch nicht der Einzige irgendwie auf dem Track. So. Ja. Nee, komm gut klar damit. Ist jetzt nicht so, dass ich es hören will oder darauf bestehe und zum DJ gehe. Hey, spiel mal hier. Oder vielleicht auch immer schon einen USB-Stick dabei. Mit so, also, hier sind sie. Weißt du, was bei dir ganz interessant ist? Und das hast du ja auch selber, ne? Quasi, es gibt diese eine Zeile, bin 45 und auf einmal trenne ich oder irgendwie so, wie das heißt. Ja. Damit verschieben sich ja eh Zahlen und auch so. Also, ja. Du weißt, was ich meine, die Welt so ein kleines bisschen. Dennoch, gibt's für dich so Zielpunkte, gibt's für dich so Ziellinien irgendwie am Horizont? Keine Limits. Nee? Happiness steht über allem. Das heißt, wir können uns auch darauf freuen, dass mit einem richtigen Vibe bewaffnet, in der Theorie, auch der 60-jährige Tretti da noch warum im nicht Club so? Steht. Und warum nicht? Ey, keine Ahnung so, ne? Das ist, glaube ich, auch so in Deutschland irgendwie nur so, dass Leute sagen, ja, Hip-Hop ist eine Jugendkultur, du darfst nicht über 40 sein, was soll das so? Ey! Nee, aber weiß nicht so, ich kann auch nur wieder in der Karibik, keine Ahnung, du gehst auf einen Dance, da sind alle so, keine Altersgrenzen irgendwie und die Musik, weiß ich nicht so, weißt du, du fährst im Bus irgendwie. Oma hört eben halt, was weiß ich, einen Dartzahl-Song und singt mit. Warum soll das hier nicht funktionieren? Ich wünsche dir, dass erstmal dieses Album bei den Leuten so ankommt. Jetzt kann ich in zwei Richtungen gehen, dass du glücklich bist, aber ich kann nicht so weiß, ob dir das überhaupt wichtig ist. Also doch. Wie gesagt, Happiness overall. Ja. So. Yeah. Aber ich glaube, die ziehst du ja fast mehr aus dir selber, als daraus, dass die Leute dir erzählen, wie toll das alles ist, was du machst. Sonst wäre der Druck ja auch ein größerer. Ja, aber das rundet es dann schon schön ab, so wie gesagt. Ne? Schauen wir mal, was da kommt. So. Und ich bin gespannt, ob die Leute auch darauf genauso feiern werden, wie sie es auf DIY gemacht haben. Ich auch. Ja. Wir werden es bald gewahr. Packst du eigentlich Boxen? Ja, ist vorgesehen. Ja. Viel Spaß. Ey, das ist auch nice so, ne? Weil sagst du jetzt? Beim letzten. Ey, ich hab's doch schon mal durch. Wir haben ja diese Rollen damals gepackt und ich habe wirklich wochenlang Widmungen geschrieben, weil das konnte man so individuell eintypen und so. Und die Leute haben es sich zum Teil abgeholt, dies, das irgendwie. Man lernt die Zuhörerschaft noch mal auf einer anderen Ebene kennen. Kundenbindung nennt man das. Okay. Es ist auch hart, aber irgendwie, ich mag's. Es ist cool so. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Dankeschön, Nico. Nur das Beste. Es war mir eine Freude. Ebenso, dankeschön. Bis bald, Backspin TV. Backspin.